watching the stars in the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight. Watching all the lovers fall into the night. All the moods in a heartbeat. We're going back where it all began. The same ground on a heartbeat. Hallo, liebe Videofreunde. Servus. Wir sitzen in Bohl auf der Insel Brack im oder auf dem Campingplatz Kito in unserem Wohnmobil. Und sonst? Ja, also gestern sind wir ja von Wedaluga losgefahren und der Plan war, dass wir bis nach, wie heißt das, Korkula oder Korkula, wie man auch immer das ausspricht, ja, mit der Fähre wieder nach diesen Orebik oder Orebitsch, wie auch immer, rüberfahren und dort dann nach Trapani oder wie das heißt, Trapani oder irgendwie so, Trapani glaube ich heißt der Ort, ich schreibe es unten hin, und dann mit der Fähre wieder nach Lodge übersetzen. So. Und dann wollten wir ein Stück runter zu fahren Richtung Split und wollten auf die Insel Brack oder nach diesen Brela fahren. Und das haben wir auch gemacht, allerdings anders als geplant, weil von Korkula die Fähre so ungünstig ist, dass die um 10 nach 11 abfährt und man fährt mit der Fähre dann fast eine halbe Stunde, gute 20 Minuten fährt man und dann fährt aber schon von diesen Trapani die Fähre um 12 Uhr wieder ab Richtung Polce, ne? Lodge. Ja, das kann man nicht nennen. Lodge. Ja, und das war nicht zu schaffen. Und das haben sie ein bisschen ungünstig eingerichtet, da dann die nächste Fähre von Trapani erst um 17 Uhr wieder geht. Und dann haben wir gedacht, da 5 Stunden in dem Ort verweilen wollten wir auch nicht. Und dann haben wir uns entschieden. Und wir sind froh über die Entscheidung, dass wir diese Insel einmal umkreisen, praktisch sozusagen. Ne? Ja, es ist eine Halbinsel und du kannst da auch mit dem Auto rauf und runter fahren, ohne die Fähre zu benutzen. Genau, und zwar bei Stone. Ja. Also sind wir bis nach Stone gefahren und dann wieder das ganze Stück auf dem Festland zurück sozusagen. Und das war eine sehr gute Entscheidung gewesen, mit der wir sehr glücklich sind, weil wir gestern eine sehr, sehr schöne Fahrt hatten. Hat sich auch gut fahren lassen, war nicht viel Verkehr gewesen und wir haben ganz viele Hotspots gesehen, ne? Ja. Und haben also für uns persönlich festgestellt, dass wenn wir nochmal nach Kroatien fahren, diese Region um Stone oben uns auf jeden Fall, die möchten wir auf jeden Fall nochmal bereisen und dann auch ausführlicher bereisen. Es ist eine Weinregion und auch bekannt für die Austern- und Muschelzucht. Ja. Dann hat man überall diese Anlagen dort und hat auch so kleine Restaurants, überall kleine Winzereien oder Winzer, wie sagt man Winzereien? Winzerbetriebe. Ja, überall kannst du testen und Wein kaufen und also es ist wunderschön dort. Ganz tolle Buchten teilweise auch. Also wir haben auch von viel gesehen von der Straße aus, was wir ja nicht aufnehmen konnten, weil es gibt ja auch nicht überall Möglichkeiten stehen zu bleiben. Und haben auch so eine Traumbucht gesehen, wo ein Campingplatz unten ist. Kurz vor Stone ist das. Ja, also eine mega schöne Region dort oben, also ganz, ganz toll, irre. Und dann sind wir weitergefahren Richtung dieses Makarska.
So heißt es. Makarska. Ja. Gut, und da kam auch nochmal eine wunderbare Region, echt schön. Ja, und dann war die Fährauffahrt. Wir haben uns dann kurzfristig entschieden, nach Prag rüber noch zu fahren. Und die Fährfahrt, die war sehr abenteuerlustig, weil erstens mal war dieses Fährschiff ein sehr altes und... Ja, also wer diese Fährverbindung benutzen will, vor allen Dingen, ich glaube, in der Saison, wird schwierig, weil das ein sehr kleines Fährschiff ist, nur ein uralter Kahn. Da gehen nicht viele Autos drauf, da musst du rechtzeitig da sein. Und vor allen Dingen musst du aufpassen, das ist eine sehr schmale Zufahrt. Zwei Spuren. Ja. Die benutzen die Einheimischen allerdings auch gerne als Parkplatz. Dann stehst du auf einmal hinter dem Auto, was sich nicht bewegt, und kommst gar nicht auf deine Fähre drauf. Das ist dann ein bisschen blöd. Aber da fährt ja noch eine nach Prag. Also da fährt ja noch eine, die... Man muss ja nicht da die nehmen. Nee. Nehmen wir mal, dass die anderen ein bisschen... Achso, das wusste ich nicht. Keine Ahnung. Nach Split geht ja noch eine. Keine Ahnung. Also es ist auch so, dass in der Saisonzeit die relativ oft fahren. Ja, der alte Kahn, der fährt ihn, ne? Fährt ihn. Also es war sehr abenteuerlustig und auch die, also man ist vorwärts raufgefahren und rückwärts musste man dann runterfahren. Also man musste rückwärts praktisch von der Fähre runter und da gab es auch ein ganz schönes Durcheinander. Also die haben da auch von den Einweiser der Besikaus gemacht. Aber wir sind gut runtergekommen. Ich habe nur hinterher gedacht, hätte ich das mal filmen sollen. Also das war schon lustig gewesen irgendwo. Aber wir waren so konzentriert, dass wir da heile, ohne aufzusetzen, von der Fähre da runterkamen. Ne? Ja. Und ja. Ja, wir waren dann heute noch in dem Örtchen da unten. Wir wollten uns eigentlich dieses Dominikaner Kloster angucken. Aber da gibt es gar nichts zu sehen. Das ist ein Hotel. Ja, gab nichts groß zu gucken da, war ich ein bisschen enttäuscht. Und von dort aus sind wir dann einfach in ein Städtchen reingelaufen, unten an Ufer entlang. Und da waren wir also total angenehm überrascht. Hat eine super schöne Strandpromenade hier und Uferpromenade, wo man flanieren kann. Eine Gaststätte an der anderen und man kann sich hier kulinarisch richtig gut gehen lassen. Ja, und es gibt sicherlich auch hier einige Möglichkeiten, Michael sagte, man kann Quads oder so irgendwas mieten, wo man rumfahren kann. Also es gibt ja alle möglichen Sachen, die man unternehmen kann. Wir sind dann fast bis an dieses Golden Horn gekommen. Aber dann mussten wir leider kurz vorher umdrehen, weil es fing dann so heftig an zu regnen, dass wir es abgebrochen haben. Es hätte keinen Sinn gemacht, dahin zu laufen. Es ist halt so eine Spitze von der Bucht. Und das nennt sich irgendwie Golden Horn, ne? Ja, das ist eine Spitze, die ins Meer da. Ja, und auch sehr, sehr, sehr schöner Strand dort und mit türkisem Wasser und die Strandanlagen hier sehr, sehr sauber, ne? Und ordentlich. Also kann man, und eine richtig, kann man nicht meckern, und eine richtig große Promenade oben zum Laufen, also mit Pinien. Also man läuft dann im Schatten im Sommer da oben, das ist ganz toll gemacht. Also war ich total überrascht. Ich habe das gar nicht erwartet, ne? Dass es da unten so schön ist. Irgendwie. Nee. Das hat man irgendwie gar nicht erwartet. Und so wird es viele Orte hier geben, auch auf der Insel vielleicht noch. Wir können jetzt halt immer natürlich nur von den Orten berichten, wo wir jetzt gerade sind. Und das ist halt sehr, sehr schön. Also da können wir dieses Bol, das wurde uns halt eben auch in dem Reiseführer dort empfohlen. Das können wir auch gerne weiterempfehlen. Ne? Ja. War toll. Also wir befinden uns jetzt hier auf dem Campingplatz Quito in Bol. Das ist, also in dem Buch, was wir haben, wurde der geschrieben, dass man dort immer wieder gerne zurückkehrt oder irgendwie so. Und dann habe ich das gestern mal gegoogelt auf der Fähre, wo wir abends waren. Und dann haben wir halt gelesen, dass das ganz viele positive Bewertungen bekommen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das gucken wir uns mal an. Also das ist ein ganz kleiner Campingplatz. Sag du mal ein bisschen was dazu. Ja, ich weiß nicht, wie viele Stellplätze der hat, aber kann ich, ist nicht allzu viel, 20, 25 Stellplätze vielleicht. Mehr werden es nicht sein. Also wenn jemand hier übernachten möchte, ist mit Sicherheit empfehlenswert, vorher anzurufen. Die Betreiber
Das ist eine ganze Familie, vom Opa mit 91 bis zum Enkelkind mit was weiß ich was. Ist so putzig. Der Opa macht hier den Einweise. Zu schön. Voll goldig. Ja. Wenn es Wäsche zu waschen gibt, das macht die Oma. Die Frau kocht und macht die Geschäfte und der Mann auch kocht und kümmert sich um den Platz und so weiter. Also zu schön. Ganz toll. Essen hervorragend. Ja. Muss man ganz einfach mal sagen. Ganz toll. Der Platz ist, möchte ich mal sagen, rustikal. Also wer jetzt hier 5 Sterne erwartet, ist falsch. Das haut nicht hin. Und er ist auch für mein persönliches Empfinden relativ dicht an der Straße dran. Claudia stört es jetzt nicht, so oder gar nicht. Also ich bin da etwas empfindlicher, muss man wissen. Wenn man herkommt, ich meine, es ist keine Autobahn, die hier entlang geht, aber es ist halt nochmal die Straße, die nach Bohl hineinführt. Und die ist auch entsprechend befahren. Ansonsten steht man hier unter Olivenbäumen. Natürlich jetzt zur Zeit der Blüte ein bisschen schlecht, weil unsere Kiste wird ganz schön eingestaubt. Aber naja, nichts, was man nicht wieder abwaschen kann. Ah, bei dem Regen. Ja. Also mir persönlich gefällt der Platz richtig gut, weil ich auf so kleine Plätze stehe. Ich brauche das nicht. Ich fand das ja auch auf Runde, Vogelinsel Runde letztes Jahr. Das ist ja ein Campingplatz, der ist noch wesentlich rustikaler als der hier. Und gerade die sind irgendwie so charmant auf ihre Art und Weise. Und wie ist es super sauber hier. Ja, und heute Abend werden wir es uns nochmal gut gehen lassen hier, kulinarisch. Ja. Und was wir morgen machen, wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt noch keine Pläne geschmiedet. Wir machen auch keine Pläne mehr. Wir mussten so lachen. Auch in Vela Luca haben wir ein Pärchen kennengelernt. Die haben wir wieder getroffen. Die waren auch im Lavande. Ja. Und die haben auch gesagt, also das ändert sich stündlich bei denen, die Pläne. Ne? Die Von daher machen wir keine Pläne mehr. Auf jeden Fall wenn wir noch bis Ende der Woche. Wir haben heute Sonntag. Wollen wir noch Kroatien ein bisschen bereisen. Und dann, wenn das Wetter und alles mitspielt, dann geht es ab nach Slowenien. Ja. Also da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe mir da auch schon ein bisschen was durchgelesen. Und ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und dass wir nach Slowenien auch können, hoffentlich. So, genug gelabert. Bis morgen. Bis morgen.